Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Sim World 2. Wir sind in Dresden Hauptbahnhof oder am Dresden Hauptbahnhof und werden heute mal mit etwas umfahren, was ich von euch schon lange gewünscht wurde. Wir fahren heute mit diesem wunderschönen ICE 3M, wo auch nicht einsteigen dran steht, als ICE nach Riesa mit unterwegs halt in Dresden Neustadt. Lassen jetzt natürlich erstmal alle Fahrgäste aussteigen. Und den Zug schon mal von außen an. Da steigen sie alle aus. Dann steigen wir einmal ein, machen die Tür hier einmal auf, gehen hier rein und aktivieren auch das HUD wieder. Machen wir die Tür hier auch schon mal zu. So, hinsetzen darf ich mich noch nicht. Ich muss noch warten, bis er jetzt anfängt, die Türen zu schließen. Genau, bis die Türen zu sind. Erst dann darf ich. Ich kann den Richtungssender schon mal nach vorwärts stellen. Ich glaube, dann sehe ich nämlich auch, wann ich den Zug übernehmen kann. Jetzt darf ich mich auf jeden Fall hinsetzen. Der Richtungssender dreht sich jetzt nochmal nach 0. Das alles ist nochmal auf. So, jetzt schalten wir die SIFA noch ein, PZB noch ein, LZB und machen die Tür auch wieder zu. Und dann geben wir rechts frei. Den Richtungsschalter hat er wieder weggenommen. Störung. Rechts öffnen. Genau. So. Und dann stellen wir die Spitzensignale noch auf normal. Und damit sind wir quasi wieder fahrbereit. Ja, ich weiß nicht, warum TSW 2 da irgendwie immer was rumstellt. Auch wenn ich den Zug als Fahrplan übernehme, also quasi direkt am Bahnsteig starte, ohne die Einfahrt und alles, dann wird sogar der Stromabnehmer gesenkt und der Hauptschalter ausgeschaltet und bleibt auch aus. Weiß nicht. Brauche ich nicht. Verstehe ich nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall das Enhancement Pack für Rush Hour Dresden installiert und das Enhancement Pack für den ICE 3M. Weil, ja, fügt unter anderem bessere Makrofone hinzu. So, jetzt funktioniert die SIFA auch wieder. Hat man ja ab und zu mit TSW immer mal so ein Problem. Deswegen habe ich das jetzt vorher einmal ausprobiert. So, bitte warten Sie bis 12 Uhr, 20 und 10 Sekunden. Obwohl wir um 19 nach Abfahrt hatten. Also um 12 Uhr 19. So, jetzt können wir die Türen schon mal auf beide Seiten schließen drehen. So, Türen verriegeln. Perfekt. Und dann legen wir den Hebel vor. Und schalten das HUD einmal aus und genießen erstmal die Aussicht. Rein uns noch schön. Da ist gerade die 40er-Ankündigung verschwunden. Das heißt, wir können schön auf 60 hochgehen. So, das heißt, wir geben ein bisschen Leistung drauf. Ich glaube, der Hebel dürfte jetzt gleich ganz vorne sein. Genau. So. 50 haben wir schon auf der Uhr. SIFA. So. Das sieht doch gut aus. Schalten wir die restliche Leistung jetzt auch noch ab. Das quittieren wir auch. Ihr hört es vielleicht so ein bisschen anhand meiner Stimme. Ich bin leicht erkältet. Deswegen bin ich hier die ganze Zeit so einen Rooibos-Tee am Trinken. Laut meiner Expertise hört man das nicht unbedingt. Außer so dieses, ich sag mal, genussvolle. Ich will nicht stöhnen sagen, aber dieses. Naja, mal gucken. Genau das. So. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal nach Dresden-Neustadt. Und da lassen wir dann Leute auch wieder ein- und aussteigen. Und dann fahren wir in einem Rutsch durch bis nach Riesa. Das machen wir jetzt alles in einer Folge. Das müssten ungefähr 25 bis 30 Minuten werden. Das ist ja ungefähr passend für eine Folge. Train Sim World 2.
So. So. Ich habe rechts auch immer noch diese Entfernungsdistanzen drin, weil TSW 2. Ich meine, ich kann es deaktivieren, aber ich werde es auch noch deaktivieren, weil ohne das lässt es sich natürlich realistischer fahren. Ihr seht auch hier dieses Flackern vor mir her, das ist irgend so ein Spiegeleffekt von TSW 2. Keiner konnte mir bisher sagen, wer das kommt. Alle sagten, ist aber wohl bei vielen so, also nichts, was nur bei mir so ist. So. Wachsam und Siefer. So. Wir lassen jetzt einfach rollen. Schön hier an dem Güterzug vorbei, der sich gerade auch wieder in Bewegung setzt. Siefer. Und der RE, einen wunderschönen. Wir dürfen mit 60 einfahren, haben aber Halt erwarten. Das ist ja kein Thema. So, und da kommt Dresden-Neustadt um die Kurve. Da das Signal natürlich erst hinter dem Bahnsteig ist, brauchen wir jetzt noch nicht großartig mit dem Bremsen anfangen. Das können wir auch machen, sobald wir dann am Bahnsteig sind. So. Siefer. Ja, die Siefer. So. Ein bisschen habe ich die Bremse schon mal angelegt. Dann nehmen wir den Bahnsteiganfang nämlich mit 50. Ist doch gut soweit. Und sobald wir jetzt, glaube ich, hier im Bahnhofsgebäude drin sind, hört das Spiegel noch auf. Ja, wird halt jetzt nur noch unten ein bisschen in der Scheibe. So. Siefer. Und hier hätten wir anhalten wollen. War aber ungefähr bis zum Fahrtanzeiger vor. So. Links öffnen. Und die Oberleitung flackert leicht. Ich weiß nicht, woher das schon wieder herkommt, weil ich habe an sich Anti-Aliasing an und alles. Meine Grafikeinstellungen sind auch nicht großartig runtergedreht. Von dem her sollte das eigentlich alles passen. Beide Seiten schließen. Türen verriegeln. Zugbremse steht auflösen. Und damit setzen wir uns wieder in Bewegung. Freuen uns direkt erstmal. So. Verspätung. Heute circa 739 Minuten später. Schön. Das war eine schöne Verspätung. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, was dieses Spiegeln da vor mir soll. Vielleicht kennt das ja einer von euch. Siefer. So, auf 80 gehen wir jetzt mal hoch. Ich glaube, LZB geführt fährt man hier gar nicht. Yeah.
Egal. Rieser sind... Ja. ...41 Kilometer. Siefer. Vermutlich Luftlinie. Siefer. Ja, die Siefer kommt gerade die ganze Zeit. Das ist richtig. Nehmen wir erst nochmal einen Schluck Tee wieder. Ich will meine Stimme ja auch nicht überanstrengen. So. Und jetzt können wir mal richtig nach vorne legen. Nehmen wir die AFB erstmal auf 330. So, und dann weiß ich, dass man die ja gleich im Display einschaltet. Die AFB mal darauf gelegt, wo wir sie haben dürfen. Grundbild. So, 160 dürfen wir hier fahren. Waren ja auch nicht LZB geführt, also ist 160 eh die Höchstgeschwindigkeit. Aber 160 ist ja auch schon nicht gerade langsam, muss man ja zugeben. Ich fahre ja tatsächlich bei mir auch nur mit einer einzigen Linie ab und zu mal 160. Das ist der RE2. Mit dem darf ich ja. So, da war ein ZS2V mit dem Buchstaben R. Vielleicht für Regelweg, vielleicht für Risa. Man weiß es nicht. Regiogleis könnte auch sein. Gibt es alles. So. Was kommt uns da denn entgegen? Ach, ein Talent. Ein Talent 2. Eine Hamsterbacke. Servus. So. Und wir legen uns hier in die Kurve. Gehen aus der Kurve wieder in die Linkskurve. So. Das war nicht mein Vorsignal gewesen. Da vorne fährt ein RE mit einer 146er vor uns. Oder eine S-Bahn. Man weiß es nicht. So. 160, aber auch eine schöne Geschwindigkeit. Unseren Zustand. Oben alles in Ordnung. Sieht aber eher nach einem RE aus, weil er so viele Wagen hat. Vier Wagen, ne? Ja, vier Wagen. Ja, vier Wagen sind bei uns eher dann meistens Regionalbahnen gewesen. Damals. Anno dazu mal. R, nee, A. A für Außengleis. Abstellbahnhof. Gibt es alles? Altbaustrecke kann immer alles bedeuten. Das kann man dann im Streckenbuch nachlesen. So. Scheibenwischer brauchen wir natürlich nicht. Wir haben noch 32 Kilometer bis Riesa. In 18 Minuten sollen wir da sein. Ist natürlich die Frage, ob wir da so pünktlich auch da sein werden. Ich meine, wir haben noch knapp 30 Kilometer vor uns. Ich habe noch 18 Minuten Fahrzeit. Kommt drauf an, wie lange wir jetzt noch so schnell fahren dürfen. Das hat ja immer auch was damit zu tun. Huch.
Oh, 130er Abschnitt. Da habe ich tatsächlich nicht auf die Signale geachtet. Mensch. Ich rede noch darüber. Mal gucken, wie lange wir noch so schnell fahren dürfen. Beide Seiten schließen. Wir sollten nicht die Türen aufgehen. Warum hat es die Türen jetzt geöffnet? Mag das Spiel nicht. Ich mag das Spiel schon, aber da kriege ich immer Angst. So, warum waren die Türen jetzt offen? Das ist bei einer zweigleisigen Strecke schon fast wieder ein Grund, auf den Roten zu drücken. Weil wenn dir da einer dann auf einmal doch aus der Tür rauspurzelt und da fährt in dem Moment ein anderer Zug lang, ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Für alle Beteiligten. So. 130 dürfen wir nur noch, dann stellen wir die AFB jetzt auch runter. So. Vermutlich dürfen wir hinten jetzt gleich wieder 160. Ja, genau. Können wir die AFB jetzt auch wieder hochstellen. So. Dann noch 29 Kilometer bis Riesa. Genau. Jetzt ist aber auch die Frage, jetzt haben wir ein paar Minuten verloren durch das Anhalten, durch das Wiederbeschleunigen. Ich denke mal, jetzt werden wir zu spät ankommen. Ich glaube schon. Hat das Spiel gerade nachgeladen. Nicht, ob das ICE Enhancement Pack hier funktioniert auf ISA Dresden. Könnte gut sein, dass das hier gar nicht klappt. So. Wir schieben aber auch eine Mauer von flackernden Sachen vor uns her. Wir haben jetzt noch 14 Minuten für 27 Kilometer. Bei 160 km/h fahre ich 2, Periode 6. Kilometer in der Minute. 140 jetzt gleich nur noch 2, Periode 3 Kilometer in der Minute. Das heißt 2 Kilometer die Minute. 25 geteilt durch 2. Also ich brauche 12,5 Minuten ungefähr. Ja, würde noch hinkommen. Aber wir fahren ja jetzt gar nicht. So, jetzt gehe ich runter auf 120. Und damit sind es dann nämlich nur noch wirklich genau 2 Kilometer die Minute. So, 127, 126, 25, 24, 21. Ah, da gehen wir noch ein bisschen mit der Bremse rein. So. Aber ich mag auch die Landschaft hier, muss ich ja echt mal zugeben. Ich mag dieses einfach durch die Gegend fahren, vor allem so ein bisschen hier links sind so quasi Felder, so nach dem Motto. Hier rechts ist Wald. Ich mag das. Ich finde das tatsächlich ganz schnuckelig.
Ich leg den Hebel mal wieder auf die 50%. Dann halten wir immerhin unsere 120 km/h. Sind es nur noch 23 Kilometer. In einer knappen Minute sollten wir auf 20 runter sein. Ja, knappe Minute, anderthalb eigentlich. Aber das ist ja alles hier Luftlinie in TSW. Da ist das wieder kritisch. Es könnten halt auch 50 Kilometer Strecke noch sein. Weil die 23 werden ja so berechnet. Und hier ist ja noch dieser riesige Bogen. Vielleicht könnten auch gut noch 30 Kilometer Strecke sein. Wir haben nur noch 12 Minuten. Kommt es darauf an, ob wir gleich wieder ein Stückchen schneller fahren dürfen. Ja. Und jetzt. Ah, in 3,5 Kilometern dürfen wir dann auch wieder 160 fahren. Bus. Sah aus wie so ein alter Berliner. Nicht wie ein alter Berliner, sondern wie ein Berliner Citaro. Also so alt dann auch wieder nicht. So. Aber hier auch wirklich schön mit diesen Büschen. Naja. Aber hier links mit Feldern und alles. Ich finde das schick. Sifa bestätigen. So. Dann können wir mal auf die andere Seite gehen, dann drücken wir die Sifa nochmal vorsichtshalber. Machen wir so einen Screenshot. Ach, das sieht auch schick aus. Jetzt dürfen wir gleich wieder 160. Wir haben noch knapp 20 Kilometer vor uns bei 10 Minuten Fahrzeit, die uns noch zur Verfügung stehen. Das heißt, weil wir mit dem Zug an der 160 Meter Tafel dran vorbei sind, das dürfte jetzt sein. Man unbedingt 160 fahren sollte, wenn da schon das Gras anfängt auf dem Gleis hier zu wachsen. Ich fahre. Ah, da vorne kommt ein fahrzeigendes Signal, das ist schön. 19 Kilometer noch. Also das sind halt wirklich leider Luftlinie. Wegen. Jetzt kommt es drauf an, wie lange wir die 160 wieder fahren dürfen. Wenn wir das jetzt gute 10 Kilometer machen dürfen, könnte es gut werden. Ja, jetzt geht es hier auf den Abzweig drauf. Ist das jetzt Teil der Schnellfahrstrecke? Nee, ne? Wird jetzt, glaube ich, nicht Teil der VD8 sein. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. So. Auf jeden Fall fahren wir jetzt einfach die 160 einmal kurz aus. 17 Kilometer noch. Die Sifa wollen wir natürlich nicht
ansprechen lassen. So, 16 Kilometer. Jetzt ist es quasi direkt vor uns. Mal gucken, gleich springt er bestimmt um auf 15 Kilometer. Links wieder, links und rechts fällt wie auf so einer Empore durch, sag ich jetzt mal. So, und drunter her und wieder ein bisschen bergauf. Auf 50% Leistung sollten da locker ausreichen. Kilometer noch. Aber nur noch 7 Minuten Zeit. Das wird kritisch. Das wird sehr, 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 sehr knapp. Jetzt haben wir es dann noch. Okay, wir sind jetzt hier. Das ganze Stück werden wir vermutlich noch mit 160 fahren dürfen. Das sehe ich schon nicht mehr. 13 Kilometer noch. Vor allem, woran du das merkst, dass diese Entfernung Luftlinie ist, ist, dass es nicht proportional mit den wirklich gefahrenen Kilometern sind. Schon wieder 130. Das kam jetzt dadurch, dass ich wieder in die Maske geguckt habe. Jetzt gehen wir in die Zwangsbremsung. Notbremsung. Ich habe wieder in die Tafel geguckt, also in die Karte. Da habe ich die Signale jetzt natürlich nicht gesehen. In Realität macht man das natürlich als Lokführer nicht. Man hat ja keine Karte. Außerdem habe ich in Realität einen Fahrplan, den ich einsehen kann. Wo ich dann sehe, wann welcher Geschwindigkeitswechsel kommt. Es gibt es hier ja tatsächlich leider nicht. Ist tatsächlich ein gehöriger Vorteil beim echten Zugfahren. Jetzt wird sowieso nichts mehr. Jetzt haben wir noch 5 Minuten für 7 Kilometer. 120 km/h, die in einem 1,4 Kilometern kommen. Die Fahrgäste hinten denken sich natürlich auch schon, hat der seinen Führerschein gewonnen oder was? Deswegen, naja. Mal, es gibt Tage, da gewinnt man, oder genau, es gibt Tage, da verliert man und Tage, da gewinnen die anderen. So einer ist heute mal wieder. So. Grüße. 11 Kilometer noch. 4 Minuten. Mit 120. Ich denke mal, wir werden so um 50 nach in Riesa eintreffen. Aber dass ich hier echt nur 120 darf, verwirrt mich ein wenig. Aber ist das hier doch so gerade und so? Ist das nicht wunderschön? Wer war das nochmal? Da vorne kommt eine Kurve, ne? Hier ist, glaube ich, Nünschritz, oder wie das heißt. Sifa. Boah, da drüben ist nämlich auch so ein Kraftwerk. Na, das ist nämlich, glaube ich, der Anschluss, wo man mit der V60 da die... Genau, da holt man die Wagen her. So. 8,9 Kilometer. 8,8. Jetzt sieht man das nämlich gleich vermutlich sehr schön, wie das auf einmal wieder hochgeht.
1. Boah. Es geht ein bisschen bergab, deswegen ist die E-Bremse ein bisschen am Arbeiten. 7,9, da hat sie mal wieder kurz nachgeladen. Boah. 120 finde ich echt ein bisschen. Ja, interessant, sagen wir es mal so. Oh, 7,3. Oh. Jetzt könnte es gleich soweit sein. Mal gucken. Ja, aber dann sind wir auch mal wie endlich mit dem ICE gefahren. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dann gerne in der nächsten Folge sehen würdet. Ob wir mal mit der 155 fahren sollen. Einer typischen Ostlok wieder. Oder ja, was ihr halt gerne sehen wollen würdet. 6,2. Müsste es aber gleich soweit sein, dass es steigt. Oder einfach nicht mehr sinkt. 5,9. 5,8. Hm. 5,6. Ansonsten, wir sind bei 72,2. 72,0. 74. Ja, noch 5,4. Also ihr seht schon, es sinkt nicht wirklich proportional mit der Kilometrierung mit. Wir sind bei 71,6 und bei 5,2. Hier. Und wir haben jetzt 200 Meter Entfernung zurückgelegt, obwohl wir 400 Meter gefahren sind. Also das ist halt einfach leider Luftlinie. So, wir sollten jetzt quasi in 30 Sekunden in Riesa ankommen. Ein bisschen Verspätung haben wir. Kommt mal wieder ein Talent 2. Ich grüße dich, Kollege. So. Der nächste halt dann in Kürze. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze unseren nächsten Halt Riesa. Heute leider mit einer Verspätung von ca. 5 Minuten. Die ursprüngliche Ankunftszeit ist 12.49 Uhr. Wir erreichen Riesa heute voraussichtlich gegen 12.54 Uhr. In Riesa werden trotzdem alle planmäßigen Anschlusszüge erreicht. Bitte achten Sie für Ihre weiteren Informationen auf die Lautsprecheransagen sowie Anzeige am Bahnsteig. Im Namen von DB Fernverkehr verabschiede ich mich von allen aussteigenden Fahrgästen. Wünsche einen angenehmen Tag. Machen Sie es gut. Bis dahin und auf Wiedersehen. Über die Ausstiegsseite in Riesa werde ich Sie dann in Kürze informieren. Weiß ich gerade nicht, wo die ist. Deswegen. Oh, auf 80 runterziehen. Boah. Wobei, noch können wir eigentlich 110. Muss man nämlich erstmal noch. Das können wir auch über die AFB regeln. Das könnte ein bisschen zu langsam sein, deswegen gehen wir mit der Bremse noch ein bisschen nach. Nicht, dass wir da noch eine. Boah. Halt erwarten. Laut HL, ich grüße dich, Kollege. So. In 700 Metern halten. Wäre aber noch gar kein Bahnsteig.
der kommt hier. Ja gut. So, 300 Meter noch. Vorsignal Wiederholer. So, mit 40 über den 500er. So. So, da steht jetzt auch Verspätung ca. 5 Minuten. Liebe Fahrgäste, der Ausstieg hier in Riesa in Fahrtrichtung links. Wir erreichen Riesa mit einer Verspätung von 3 Minuten. Heute um 12.52 Uhr. So, jetzt wollen wir noch ein kleines Stück weiter nach vorne. So. So, bis an das HP0 hier heran. Links öffnen, rechts schließen. So, Fahrgäste links einsteigen lassen. Hier schön vor dem HP0. Wasserturm. So. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal von außen an. Dann hier vielleicht mal losen. Oh, immer noch nicht. Schade. Gut, Türen verriegeln, das machen wir auch nochmal. Schließvorgang eingeleitet. Genau, Schließvorgang eingeleitet. Sobald die Türen zu sind. Perfekt. Gut, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, bis dahin und ja, bye bye.